Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Kingdom Come Deliverance. Ein Spiel, das ich schon mal angefangen habe zu spielen. Ich möchte es aber komplett nochmal von vorne beginnen, denn aber dieses Spiel ist ein paar Pakete im Angebot gewesen, gerade zu Black Friday, und B, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel und ich möchte mich damit einfach ein bisschen mehr befassen. Also, wie gesagt, ich versuche das 1:1 hier so ein bisschen wieder zu geben, wie es in den ersten paar Folgen ist. Also würde ich mal sagen, legen wir einfach los und beginnen ein neues Spiel. Normaler Modus bitte. Gott Segen. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut.
Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Und wenn die Hand ab ist. Ach, Heinrich, unser Held. Ja, so sieht er aus. Herzlich willkommen, Heinrich. Lass uns die Welt retten. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, wir unterhielten uns in der Schenke, Redekunst. Ich war beim Reigen, ich war bei Bianca, ich arbeite in der Schmiede. Stärke, Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Nein, nein. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Nein, Matthias zeigte mir Bogenschießen. Nein, Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe dafür ist? Und woher hast du eigentlich einen Bogen? Ach komm schon, ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Okay, war meine Freundin? Ich habe Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay, brauchst du eigentlich Hilfe? Kann ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Oh oh. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja, so ist es manchmal, wahr? Eltern sind nicht wütend, sie sind enttäuscht. Ach so, ja, aber meine Freunde auch hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Weiter gehen wir mal spielen. Ach, lass gut sein, Mutter. Du tust ihnen Unrecht, sie sind keine Saufbeute. Mutter. Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Ich hab Hunger. Achso, sagt man schon. Okay. Gespräch beenden. Komm. Oh, wir werden erst mal was essen. So.
Mama. Essen. Oh, Apfel. Apfel ist gut. Oh, nehmen wir noch einen. Können wir noch einen nehmen? Ja. Und noch einen. Man weiß ja nie, was passiert. Kann ja irgendwas passieren. Ein Dorf geht unter. Was haben wir denn hier? Komm ich da ran? Nee. Trüll nicht, du hast keine Zeit verlieren. Warte, ich will erstmal ganz kurz hier. Mama, ich kann dir wirklich nirgends so weiterhelfen. Oh. Alles nehmen. Papa will bestimmt einen Apfel haben. Okay. Oh, was ist da? Brot! Karotten. Ah, herrlich. So. Wie waren das jetzt hier gewesen? Pfeifen. Ah, hier genau. So, den Apfel. Und da nicht fallen lassen. So, einen haben wir jetzt gegessen. Der Hunger ist gestillt. Veganes Leben, es beginnt. So, auf zu Papa. Auf dem Kompass siehst du, wohin du in der aktuellen Quest gelangen musst. Begib dich einfach zum aktiven Wegpunkt der Aufgabe. Das ist Papa. Geh zu deinem Vater. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus. Also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesh schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Oh. Kunesh? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. So, müssen mal erhöhen. So, also kauf einen Sack Kohle auf dem Markt, treibe Kuna Schulden ein. Oh, die Parierstange. Die Parierstange, die war, glaube ich, nämlich hier gewesen. So, Leute. Hallöchen. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiße ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Liebet wohl! Ich find's immer so geil, wenn ihr auch früher mal Liebe wohl gesagt habt. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Oh. Gut. Parierstange. Hat der Magen geknurrt? War es meiner? Oh, ich weiß das ja nicht. So, Parierstange haben wir schon mal geholt. Hier haben wir die Karte. Hier. So, essen wir mal erstmal ein Brot. Äpfel haben wir ja genug. Oh, jetzt wird's aber auf alle Fälle lustig, wa? Kunesh. Also ich weiß doch, der ist wirklich, das ist so der Raufbold von allen, wa? Wenn du da sagst, Kunesh, schönen guten Tag, dann sagt der, fick dich richtig ins Knie, du Arschloch. So ist der drauf. Ein richtiges Sonnenscheinchen.
Gut, mal gucken. Und da ist er auch schon. Oh, oh, oh. Hey, Kunash! Gott sei mit dir, Kunash. Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Ah, froh Natur, siehste. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Wenn du zu Teufel, dann zeig ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Oh. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn! Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Das war wirklich doof gewesen, eigentlich. Hey, hey, ganz ruhig! Oh, oh, Konflikt. RT Haken, RB Schlagen, Tritt. Wo kann ich ihn blocken? Okay. Okay. Okay, Kunisch, du wolltest ja so. Au! Ah. Zack. So, Kunisch. Jesus Christus! Oh je. Ah, ah, okay, wir können nicht wegrennen. Wir können nicht wegrennen. Okay, Heinrich. Dein Ende ist. Mein Ende ist nicht da. Ihr nehmt das. Ha! Faust ins Gesicht. Oh. Schied dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Oh. Kunisch, können wir nicht nochmal reden? Das eine Mal hat dir nicht gereicht, wie? Nein, bleib doch mal ruhig. Schuldest Vater noch? Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten aus? Kunisch, bleib doch jetzt mal ganz ruhig. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Kunisch, du hast Schulden. Kunisch, du hast doch Schulden, Mensch. Okay. Du musst nicht überreagieren. Gut, Kunisch, denn schönen Tag noch. Oh oh. Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Mach das noch. Ah! 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 So! Ich bin in Rage! Du bist gut! Oh oh! Ah! So, komm her, Kunisch! Au! Okay, ja, ich renn weg. Kannst du rennen? Nicht gut, nicht gut. Oh, da kannst du aber ausweichen. Holla die Waldfee.
Hurensohn! Ah! Ah! Hilfe! Wächter! Ah! Ah! Hilfe, ich bin verkloppt! Wo rennst du denn eigentlich hier? Kannst du nicht rennen oder was? Ah! Ah, das ist ein Kampf auf Augenhöhe! Warum darf er das immer machen und ich nicht? Okay. So. Kam ja cool nicht. Aber, genau. Ha! Ja, ja! Aua! Oh oh. Damit hast du nicht gerechnet, was? Hey, du bist stark! Jetzt! Ah! Ja! Ah! Rocky Balboa! Kunisch, alles gut? Boah, ja. Komm, Kunisch, ich leg dich ins Bett. Nee, ich will... Komm. Der schläft nur. Kunisch, ich hab's dir gesagt. Dein Geld wäre alles gewesen, aber nein... Wolltest ja nicht. Ja. Ja, da hängst du jetzt nun. Oh Gott, die sind voller Blut. So, Kunisch, mal gucken, was du hier Schönes hast. Oh. Also, dass du kein Geld hattest, das ist mir jetzt doch gut. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. So, die Aufgabe haben wir geschafft. Wunderbar. So. Ach, siehst du, der lebt ja wieder. Schau, Kunisch. War schön gewesen, mit dir zu reden. Immer wieder gern. Oi, gut. Zum Kühler. Kühler war, glaube ich, hier gewesen. Hallisch. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, mein Freund. Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Kann ich auch Sachen verkaufen? Und Warenkorb prüfen. Holzkohle. Okay. Schließen, sortieren. Ja, erstmal ja, weil ich glaube, wir müssen ein paar Sachen verkaufen. Obwohl, warte mal. Nee, ich glaube nicht. Alles Gute. Wie brauche ich eigentlich? Reden wir über den Preis. Ja? Du kannst beim Kaufen und Verkaufen falschen. Okay. Also 12 für 5 will er haben. Oh. Ruf verschlechtert. Ey, komm, wir versuchen mal irgendwie die Sachen zu verkaufen. Das Bier können wir gleich holen. Hallöchen! Ich schütze dich. Dich natürlich auch. Auf bald. Ich will Sachen verkaufen. Ah, hier, verkaufen. Brauchst du das hier? Kann ich dir anbieten? Brauchst du das hier? Kann ich dir anbieten? So. Oh,
Nein, ich wollte dich fallen. Das stinkt gewaltig nach Diebesgut. Ich kauf's, aber viel kriegst du nicht. Kein Diebesgut. Solange wir uns beim Preis einig werden. Okay, was willst du mir geben? Komm, mach mir ein Angebot. Komm, gib mir 13. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Okay. Na gut, einverstanden. Dann können wir noch die Äpfel verkaufen, die wir Vater geklaut haben. Oh, uns geht's aber auch gar nicht gut, wa? Oder muss es auf alle Fälle... Oh, der sieht fertig aus. Äpfel habe ich sehr viel im Angebot. Guck mal, wie viel ich hier habe. 5 behalte ich mal für mich. Warenkorb prüfen. Okay, sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel ich eigentlich jetzt hier brauche. Ich hole jetzt einfach mal ungefähr 10. Warenkorb prüfen. 10 von 10. Ah, alles klar. Schwein gehabt. Nö, denk nicht. Danke. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Noch nicht. Ja, aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Also gut, ich warte wie immer beim Schafberg. Alles klärchen, bis später. So, jetzt müssen wir noch die Biere nämlich holen. Heute kommen wir aber auch an, ey. Der letzte Obdachlose. Gerade unseren König. Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Der Deutsche labert nicht nur Scheiße. Jemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon,
Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Das mache ich nicht. Nicht, dass ich den Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Wir haben wirklich auch keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Mach das. Gehen wir, Jungs. Im Ernst. Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Leute, werd erwachsen. Bianca! Oh nee, ist eine Dorfbewohnerin. Entschuldigung, ich stand gerade ein bisschen im Weg. Okay. Bianca! Mein Schatz! Bianca! Willkommen, Hein. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du natürlich. Schönheit natürlich. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Natürlich Bier. Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl. Einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Oh. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk, Retterschnaps. Ha, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Na klar. Gut, Retterschnaps, keine Ahnung, was das ist. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests oder wenn du in deinem Bett schläfst. Wenn du das Spiel zu einem beliebten Zeitpunkt manuell speichern möchtest, brauchst du Retterschnaps. Oh, okay. Merken, abspeichern. Gut. Was ist denn jetzt hier los? Alles gut? Oh oh. Mir schwant Böses. Na gut, dann gehen wir mal rüber zu Vater. Wir haben noch das mit dem Wanderer. Das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt. Ne? Da müsst ihr jetzt den ganzen Tag verbringen, um da wieder irgendwie loszukommen. Und ich glaube eigentlich die Quest, dann zu unserem Vater zu gehen, die Sachen wegzubringen. Aber das Gute ist, Kunisch geht's auf alle Fälle gut. Wir haben ihm zwar alles geklaut, was er hat. Der ist arm wie eine Kirschenmaus, der hat kein Hammer mehr, der hat keine Axt mehr, hat keine Nägel mehr, aber ansonsten geht's ihm gut. Ach komm, lass uns erstmal kurz mal von Muttern irgendwie betüdeln. Kann ich nicht hier irgendwo rennen? Springen. Ah! Mutter! Ah! Mutter, mir geht's nicht gut, ich brauch deine Hilfe! Mutter! Da redet Mutter, ja wirklich so! Ich blute! Es hört nicht auf! Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Ach, alles klärchen. Puh, gesund sind wir wieder. Das Leben ist so wunderbar,
denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.